Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry 6. So, es war ein ziemlicher Akt, aus dieser Dunkelheit wieder rauszukommen. Der Hinweg war ja ganz einfach. Ich habe sonst nichts mehr gefunden, nichts mehr geblinkt, augentechnisch oder so. Und bin dann einfach nochmal der Nase nachgelaufen. Hat mich tierisch erschrocken, als er da erschienen ist. Aber er möchte mit uns reden. Ihr seht in ein erstaunliches Gesicht, das in einem großen Diamantkristall schwebt. Seine durchsichtigen Kanten versperren den Zugang zum Raum. Nachdem du den Kopf im Kristall eine Zeit lang beobachtet hast, merkst du, dass es keine Vision war, sondern dass in dem riesigen Juwel tatsächlich ein Wesen gefangen ist. Es nähert sich der Kante. Ich war nicht fertig mit Lesen, Spiel. Was wollte der Autor uns damit sagen? Ich sehe Nischen. Au. Ach, da ist wirklich eine Wand. Moment mal. Nee, nicht rückwärts gehen im Spiel. Erstaunlich, tralala. Tatsächlich ist ein Wesen gefangen ist. Innerhalb versucht, sich euch mitzuteilen, wenn wir suchen. Können wir den Kristall, den wir nicht sehen, mit der Spitzhacke kaputt machen? Die hat, glaube ich, Gerrit, ne? Jetzt bin ich überfragt. Ich werde das nie wiederfinden, das ist schon klar, ne? Aber wir wissen, dass es da ist. Wir gehen dann mal wieder. Ich hätte jetzt gerade gedacht, jetzt kriegen wir gesagt, wo wir hier weiterkommen. Aber nein, das Spiel hat nein gesagt. So, keine Ahnung, wir nehmen einfach wieder irgendeine Treppe und die da und gehen dann mal einfach runter und gehen der Nase nach. Was anderes bleibt mir gerade nicht. Also mir. Sowas wie dich hatten wir schon mal, ein Gummimonster. Also mir graut schon davor, wenn ich hier muss Karte zeichnen. Bisher weigere ich mich noch. Erfolgreich. Also, nee. Nicht kämpfen, sondern du machst einen Spruch. Und zwar hätte ich gern die Rüstung hoch. Gerrit darf schlagen. Daryl auch. Fenrir schaut mal, ob wir da Dingen einschläfern können. Ja, stimmt, wir hatten ja noch den kleinen Schlüssel gefunden. Ich würde halt jetzt gern diese Zaubererhöhle wiederfinden, aber das ist gerade ein bisschen utopisch, weil ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber das wird schon. So, Thoralf, Sprüche. Mach mal so ein Magiegeschoss-Dings da, Stufe 3. Dann hoffen wir, dass wir dieses Monster aus dem Leben husten können. Ein Gummimonster. So, Segen und Rüstung sind raus. Laute hat nicht funktioniert. Können wir dem Vieh mal bitte Schaden machen? Magiegeschoss hat auch nichts gebracht. Es peitscht ein bisschen nach uns, aber trifft nicht. Wie oft kannst du nur noch angreifen? Du bist einer. Aber du hast verdammt viele Arme. Okay, dürfen wir jetzt? Ja, wir dürfen. Okay, Andrea, dann mach bitte mal noch Zauberklinge. Zack. Und Gerrit schlägt zu. Daryl auch. Fenrir versucht es mal mit Irritation. So, das Harmonium. Gustav, du schlägst auch zu. Thoralf, du versuchst dann mal mit Feuer. Sieht ja pflanzlich aus, das Viech. Hau mal so einen maximalen Energiestoß rein. So. Zauberklinge ist gebufft. Wir machen Schaden, juhu. Ja, Energiestoß hat funktioniert. Also Feuer ist eine gute Wahl gegen Pflanzen. Das ist eigentlich logisch.
So, Harmonium nicht betroffen, okay. Zum Glück trifft uns das Viech nicht. So, dann darf Andrean jetzt auch mal zukloppen. Schlagen, zack, Finria. Nee, du benutzt nichts, du machst einen Spruch. Und zwar darfst du mal testen, was Frost so gegen das Viech macht. Gustav, hau drauf. Und Thoralf macht nochmal einen Energiestoß. Zack und go. So, Frostbeule. Ja. Eis und Feuer sind gut. So, wie viele Lebenspunkte hat denn der Teil noch? Au. Oh oh, na gut. Andrean hat das gut weggesteckt. Dann richtig. Du schlägst kämpfen. Fenrir Sprüche. Dann mach nochmal so ein Frostgedönse. Dann sind wir bei Gustav. Gustav, du kannst ein bisschen heilen. Bevor es ernster wird, darfst du Andrean heilen. Du machst bitte nochmal so einen Energiestoß auf Maximum und go. Schaka. Und heilen ist durch. Sehr schön. 1600. Was? Ein Gummi? Gummistrang. Kommt in die Sammlung seltsamer Dinge. Wir haben jetzt so viel Shit dabei, das ist Wahnsinn. Nee, da können wir glaube ich her, ne? Auge ist noch offen. Wir sind auch noch gebufft. Und es geht wieder hoch. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier schon mal waren. Wir gehen einfach mal wieder runter. Und stehen in der Sackgasse, wirklich jetzt? Hä? Ah nee, da geht noch eine Tür weiter. Upsi. Säureschleim, Giftschleim, Giftschleim, kriegen wir hin. Dahinter ist nochmal so eine Gittertür. Aber von der Lage her dürfte es nicht die sein von der Magier-Geschichte, ne? Geht ihr mal bitte zuerst mal auf den Giftschleim. Buffs sind noch oben. Dann hätten wir nämlich die Zeile abgearbeitet. Daryl hilft auch noch beim Giftschleim. Fenrir, Schleime konnten wir, glaube ich, einschlafen lassen. Schlafen mal die ersten drei ein. Gustav, du kannst schlagen auch auf den Giftschleim. Und du machst bitte... Einen Eisball können wir immer nur Stufe 1 nach hinten und go. So, Laute, ja. Nein, nicht ganz. Einer schläft. So, mach bitte zumindest den in der Mitte. Hinten wird gestorben, sehr schön. Zumindest teilweise. Au. Thoralf eigentlich überladen, weil seine Ausdauer so massiv sinkt. Müssen wir nach dem Kampf mal schauen. Okay, die Mitte ist leer. Dann Stößchen auf die vorderen, schlagen vorne, kämpfen vorne. Fenrir benutzt bitte ihre Laute vorne. Gustav, du schlägst mit vorne. Und Thoralf macht einen Feuerball Stufe 1 hinten und go. So, ein Schleimchen weniger. So, hinten müsste jetzt leer sein, oder?
So, dann nur noch vorne. Ne, hinten ist nicht leer. Okay, dann stößt du hinten, du hilfst hinten. Daryl geht vorne hin. Fenrir macht ein bisschen Magie, Energiestoß. Dingens nach vorne. Gustav hilft hinten. Und Thoralf macht ein bisschen Pause. Wir müssen unbedingt nochmal schlafen. Parier mal bitte, ausweichen und go. So, hoffentlich letzte Runde. Fenrir. Machen wir noch so ein Frostdingens. Gustav. Gustav, du heilst. Und zwar Stufe 2 auf Gerrit. Und Thoralf macht weiterhin Pause. Mach mal Rasten. So, dann schauen wir jetzt erstmal, ob irgendwelche Leute überladen sind. Ansehen Fenrir. Nee, ist noch grau. Ansehen Thoralf. Nee, der ist auch nicht überladen. Okay. Ich habe auch, glaube ich, keine verfluchten Dinge irgendjemandem angezogen. Hust. Dann. Ich will nicht schon wieder schlafen. Gustav. Machen wir bitte eine Wundenheilen 2 auf Andrean. So, dann ist der auch wieder glücklich. Wir kamen von hinter mir, ne? Und dann geht gerade jetzt unser Auge zu. Egal. Fenrir. Oh, da sehe ich eine Kiste hinten dran. Der kleine Schlüssel ist noch recht neu. Ja, Schaka! Dann rein in die gute Stube. So, wir möchten das Ganze öffnen. Inspizieren, Fenrir. M-E-O-C. So. Und dann noch inspizieren, Daryl. Der sagt das Gleiche, okay. Dann möchte ich entschärfen. Fenrir. So, wo ist ein M drin? Prismen. Geschoss, M-E-O-C, Prismengeschoss, könnte sein, Feuerbombe, da ist kein C dran, also tippe ich auf Prismengeschoss. Prismengeschoss, es war eine Feuerbombe. Hä? Ups. Vor allem das Problem ist, ich finde das da nie wieder. Ich finde das nie wieder. Es ist, glaube ich, jetzt auch nichts dabei, was... Uralter Staub, keine Ahnung, was das ist, Kristallstab. Aber es fühlt sich nicht so an, als wären da Quest-Items dabei. Also es ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Wir packen das jetzt einfach ein und dann... müssen wir halt wieder laden. Weil wenn jetzt jeder unserer Helden weniger Lebenspunkte hat, also zumindest die drei, die ich schon nicht so viel Leben haben, ich weiß nicht, ob wir das Spiel dann beenden können. Das ist mein größtes Problem bei der Sache. So, dann tun wir so, als wäre nichts gewesen. Ach so, da war der Magier, okay. Die haben wir gesprochen, dann sind wir wieder zurückgegangen. Weil jetzt in Might Magic oder so, wenn da jemand gestorben ist, habe ich den halt aufgehoben, die Rüstung repariert und Dinge getan. Aber ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß nicht, wie eklig es noch irgendwann wird. Und deswegen, ja, will ich jetzt nicht mit weniger Lebenspunkte die ganze Zeit da rumlaufen. Bin ich jetzt instinktiv wieder denselben Weg gelaufen? Oder gibt es das Gummimonster öfters? Wie auch immer.
Wir hauen es dann mal wieder um. Nee. Gummimonster konnte ein bisschen mehr. Nein, ich will zaubern mit Andrean. Mach mal die Zauberklinge hoch. 4. Gerrit darf draufhauen. Daryl haut drauf. Fenrir macht Energiestoß. Das war ja ganz gut gegen das Monster. Das wissen wir ja schon. Und Gustav. Gustav, du gibst uns deinen Segen, bitte. Bitte, bitte, bitte. Thoralf, bei dir hatten wir auch Feuermagie. Maximum. Und go. So, Zauberklinge für mehr Schaden ist raus. Das ist halt das Problem, wenn man halt nicht weiß, wie ein schweren Spiel nach hinten raus will. Und dann muss man halt vorsichtig spielen. Ich weiß, dass ich mit in Isha, zumindest im ersten Teil, mit der suboptimalsten Gruppe wahrscheinlich gespielt habe, die man sich vorstellen kann. Und es ging auch am Schluss irgendwie. Aber es war wirklich ein Irgendwie. Und das, da hatte ich schon Angst, dass ich das Spiel nicht beenden kann. Und deswegen bin ich da ein bisschen gebranntes Kind. So, Fenrir. Eis war auch ganz gut gegen das Viech. Gustav, du darfst raufhauen. Und Thoralf macht nochmal Energiestoß Maximum und go. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand das auch früher jemals so gespielt hat, dass er dann die Leute alle wieder aufgehoben hat. Das würde ich halt machen, wenn ich wirklich dann... Okay, das war ein Crit, danke. Wenn ich wirklich dann ja, ein Monster eh nicht ohne Tote hinbekomme. Und dann würde ich irgendwann sagen, okay, jetzt wird einer aufgehoben oder so. Aber so weit sind wir noch nicht. So, dann waren wir, glaube ich, durch diese Tür. Ich glaube, wir sind wirklich wieder auf demselben Weg unterwegs. Denke ich mal. Gehen wir da runter. Ha, nee. Da, wo wir... Nee, doch die Tür. Wir sind wirklich wieder da, wo wir waren. Diesmal sind es aber nur 2 Schleime. Genau, das war die Tür. Das ist faszinierend. Vielleicht ist der Dungeon doch nicht so groß, wie ich denke, dass er ist. Sind wohl viel im Kreis gelaufen. Noch bin ich zu faul zum Karte zeichnen, Hust. Thoralf, ja, dann üb du mal deinen Bogen. Muss er auch irgendwann machen. Wir haben noch den Schwertbach von vorhin. Schleim atmet Eis. Au. Ups. Das ist neu. Das ist neu. Das scheint kein normaler Schleim zu sein. Jetzt habe ich ein bisschen Sorge. Fenrir, du kannst nicht heilen, ne? Nee, dann mach bitte so ein Frost. Frostgedönse. Und Gustav muss aber jetzt heilen. Wunden heilen. 4 auf Fenrir zuerst mal. Thoralf, du machst dann doch mal Magie. Feuerball, 3 dahin und go. Frost hat nicht getroffen. Wunden heilst durch, okay. Au. Daryl, mach keinen Scheiß. Das ist kalter Schleim, okay. Den kann ich mich nicht erinnern. So, Fenrir, du machst nochmal... nee, Magieschutz wird es wahrscheinlich nicht sein. Schlafen auch nicht. Nee, dann greif einfach mal an. Gustav. Gustav, du musst auf jeden Fall heilen. Zwar eine 5 auf Daryl. Thoralf. Übbogen.
So, Heilung ist durch, sehr schön. So, 1499 Erfahrungspunkte. So, und das müsste jetzt wieder die Tür von vorhin sein. Die Falle ist wahrscheinlich, ja, die Falle müsste jetzt eigentlich eine andere sein, das hatten wir schon mal. Egal, so, wir wissen, dass es der kleine Schlüssel ist. So, kleiner Schlüssel. Ist der denn eigentlich weg? Ansehen, Fenrir. Nee, ist nicht weg, okay. So, dann diesmal mit Gefühl. Öffnen, inspizieren. Fenrir. Oh, das ist sehr aussagekräftig, meine Liebe. So, und dann nochmal die Meinung von Daryl. Der sagt das Gleiche. Na gut. Was könnte schiefgehen? Dass wir das wieder machen müssen. Nein, wir speichern ab. Ich habe keine Lust, das wieder zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es wiederfinden würde. So, öffnen. Sind das jetzt immer noch dieselbe Falle? Moment, SREX? Nee, das ist jetzt eine andere. Na super. Nur potenzielles P. Moment, nein, halt, stopp, ich wollte nicht öffnen, ich wollte entschärfen. So, mit Fenrir, SRE. Vielleicht noch ein X. Angstwolke ist raus. Prismengeschoss ist drin. SRE, entkräftender Strahl ist auch drin. Geisterhand ist auch drin. Gibt's. Also die Feuerbombe hat uns letztes Mal zerrissen. Aber da ist. Fehlt halt das S. Schädliche Dämpfe. Energieabzug fehlt das S. Geisterhand. Entkräftender Strahl. Ich tippe auf entkräftender Strahl. Falle war getriggert. Prismengeschoss. Ja gut, es hat Andrian geblendet. Das ist aber nicht schlimm. Oh nee, da ist das jetzt Lähmung oder ist das Versteinerung? Oh, Spiel. Ich konnte mir die Farben nicht merken. Packen wir mal bitte alles zu Gerrit. Der hat noch Platz. Kleine Heilung können noch bei Gustav sich stapeln. Monsterkleber. Kein Platz, okay. Fenrir? Danke. So, wir schlafen mal eine Runde in der Hoffnung, dass das dann weggeht. Oh, Ameisen. Oh mein Gott. Gehen wir hin. Daryl kämpft auch. Ja gut, Andrian ist auch noch blind. Das könnte sich noch erledigen. Also das da ist so ein bisschen bläulich. Das Problem ist, dass im Handbuch gibt es das nur in schwarz-weiß. Und es gibt einmal ein schwarzes Männchen, einmal ein weißes Männchen. Und das eine ist lähmen und das andere ist versteinern. Das ist das Problem. Gustav. Gustav, gib uns mal bitte, oder mach mal bitte einen Lähmung heilen auf deinen Kollegen. Gib mal alles. Thoralf. Und go. Und hoffen. Weil wie gesagt, versteinern ist auch wieder minus 1 Vitalität für immer. Okay, er schläft. Das ist sehr gut. Schlaf ist da ein gutes Zeichen. Okay, dann haben wir nur noch einen blinden Andrian, aber damit kommen wir auch klar. So. Also das Blaue ist das, was nicht so schlimm ist. Tief durchatmen. Wusa. Alles wird gut. Je älter die Spiele sind, desto mehr Angst habe ich vor ihnen. Klingt übel, ist aber irgendwie so. So, dann machst du bitte dein Konditionsverbesserungsgiraffel 4 auf Andrean in der Hoffnung, dass das Blindheit heilt. Thoralf,
Schön, dass du noch unter uns bist. Du machst bitte einen Eisball auf die Ameisen und go. Ja, teilweise schlafen die Ameisen. Au. Daryl hat ein bisschen was eingesteckt. Eine tot. Eisball. Trifft. Zweite Ameise tot. So. Andrean stoßen, Gerrit schlagen. Dann machst du bitte nochmal die Schlaflaute. Du musst auf jeden Fall heilen. Ah ja, 3 auf Daryl. Und du kannst Bogen üben. Und go. Andrean stolpert blind herum, ja. Kriegen wir hoffentlich gleich einen Griff. Geheilt ist. Eine weniger. Ja, Thoralf muss Bogen noch üben. Ja, besser jetzt als später. Und das mit dem Blindheit heilen hat scheinbar nicht so wirklich funktioniert. Kämpfen. Fenrir kämpft auch. Ich hab dir nochmal Steine gekauft bei dem einen Händler. Das passt schon. Du kämpfst auch und du kämpfst auch und dann haben wir alle was geübt. Jungs, treffen! Wow, Henry hat getroffen. Sehr schön. So, Resümee für diese Folge. Wir haben zweimal dieselbe Kiste geöffnet. Zweimal den gleichen Weg genommen. Ich bin immer noch fasziniert und gehe in die Pause. Bis gleich.